So, ihr Lieben, ich falte gerade die Zettel zusammen von den möglichen Gewinnern. Und diese Gewinner, die kommen dann alle hier in das Kisterl rein. Und dann werden die mal ordentlich durchgeschüttelt und dann wird da ein Gewinner gezogen. Und ihr wisst, was man gewinnen könnte. Es geht um so ein Coaching mit einem Coach hier in Wien. Man kann das natürlich auch online in Anspruch nehmen, dieses Coaching. Also es ist gar nicht gesagt, dass man das unbedingt hier in Wien machen muss. Ja, geht ja heutzutage auch alles elektronisch. Und der oder die Gewinner werden dann die Möglichkeit haben, mit diesem Coach ein Karrierecoaching zu machen. Und jetzt bin ich schon fast fertig hier mit dem Zusammenfalten dieser Zettelchen da. Und dann kommen die alle hier schön rein. Und wir ziehen gleich einen Namen. Aber zuerst werden die alle mal kräftig geschüttelt. Und dann mache ich meine Äuglein zu. Ich halte mir die Augen zu. Und ich werde hier noch ein bisschen so herum mit den Fingern. Und dann ziehen wir hier einen glücklichen Gewinner. So, der Platz 1 ist Be Happy. Ja, das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Ich hatte das im Gefühl, dass die das wird. Das ist nämlich eine Dame, die mich schon auf Instagram eingeschrieben hat. Und ja, die hat jetzt dieses Coaching hier gewonnen. Aber es gibt noch Platz 2 und 3. Und zwar dürfen Platz 2 und 3 mir Fragen stellen, persönliche Fragen zu ihrem Leben. Und ich frage dann das Tarot. Deswegen ziehen wir jetzt mal Platz 2. Wen hatten wir denn da? Auf Platz 2 ist die Carola Pinkert, Great Awakening auch genannt auf YouTube. Und auf Platz 3 haben wir die Manuela Schwitterla, wenn ich das richtig ausspreche. Okay? Gut, Leute, ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt Freude mit dem Gewinn. Ich werde euch da nochmal extra kontaktieren. Ihr könnt aber auch gerne hier in die Comments schon reinschreiben. Ich brauche halt von euch irgendwie Kontakt, damit ich mit euch quatschen kann und eure Fragen auch beantworten kann mit dem Tarot. Und ja, ich hoffe, ihr habt Freude mit eurem Gewinn. Bis bald. Tschüss.